Charakter. Auf der Suche nach der Erfolgsformel landet man bei Rastafechter immer wieder bei diesem Begriff. Charakter schlägt Talent, sagt Petro Kallis, der Trainer des Aufsteigers, der den deutschen Basketball in dieser Saison so erfrischend durcheinanderwirbelt. Diese Mannschaft, das siehst du, hat sehr großen Charakter, sagt auch Bayern Münchens Trainer Dejan Radonjic, der Titelverteidiger ist gewarnt. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Rummenigge erhöht Druck auf Kovacic. Fußball, La Liga hat sich Griezmann verzockt. Tennis, Adidas Imperium, Federer Fußball, Bundesliga. Boateng Berater widerspricht Hoeneß Fußball, DFB-Team. Solange ist Löw außer Gefecht. App Sonntag, BBL Playoffs, Halbfinale, Spiel 1, FC Bayern München, RASTA Fechter, ab 18.00 Uhr im Live-Ticker, treffen die Überflieger aus Niedersachsen in der Halbfinale-Serie der Playoffs der Basketball-Bundesliga auf den Branchenprimus, dem sie auf dem Papier in allen Belangen unterlegen sein müssten. Doch das gibt den Bayern keine Sicherheit. Talent muss nicht teuer sein. Der Hauptrundensieger hat bei der 75:93 Niederlage im März in Fechter zu spüren bekommen, welche Energie der Gegner aufs Parkett bringen kann. Sie spielen unheimlich aggressiv und mit viel Tempo, sagt Radonjic, darauf müssen wir eingestellt sein. Sein Euroleague-Pupta-Kader kostet rund 20 Millionen Euro pro Jahr, Fechter soll mit 2,7 Millionen auskommen. Das Raster, der noch viel Talent besitzt, hat sich längst herumgesprochen. In der regulären Saison fügte RASTA Fechter den Münchnern bereits eine Niederlage zu. Urheberrecht Getty Images. Vor dem ersten Halbfinale mehrten sich die Gerüchte, dass die Münchner zur kommenden Saison Aufbauspieler T.J. Bray vom Gegner verpflichten. Beim Viertelfinaltriumph gegen Pokalsieger Bruce Bamberg gehörte der US-Amerikaner zu den stärksten Akteuren. Fechter zum ersten Mal unter den letzten vier Bayern. Präsident Uli Hoeneß kann den möglichen Neuzugang im Audidome genau unter die Lupe nehmen. Sein Team hat zunächst Heimrecht. 3 Siege braucht man für den Finaleinzug. Fechter wird wohl auch diese Personalie verkraften. Die Mannschaft zeigt sich bislang im Saisonverlauf unerschütterlich. Der Wahnsinn geht ungebremst weiter. Ziemlich genau 40 Jahre nach seiner Gründung steht der kleine Basketballclub aus dem Oldenburger Münsterland zum ersten Mal in der Runde der letzten vier. Ein Finaleinzug wäre mehr als eine Sensation. Let's block it's why.